Hallo Klickenabendler, wir sind beim Pegasus Presse Event und haben hier die Neuheit von Marco Teubner in der Hand. Das Spiel heißt Ich habe fertig und soll jetzt quasi erscheinen. Wir haben jetzt die ersten Pressemuster hier und wird dann sicherlich in der Messe Essen spielbar sein. Das Spiel ist für 2 bis 5 Personen, dauert 5 bis 20 Minuten. Das ist ein ziemlich krasser Zeitunterschied, das erklärt das Spiel gleich per se von selbst. Und ist ab 8 Jahren, ist ein extremes Chaoten- und Glücksspiel. Weil per se besteht das ganze Spiel aus einzelartigen Karten, die alle einen unterschiedlichen Effekt haben. Und das Spiel ist entweder gewonnen, wenn wir 3 Karten vor uns liegen haben, eine Ich, in der Mitte eine Habe und rechts eine Fertig. Oder aber, wenn wir irgendeine andere Sonderkarte gespielt haben, die uns irgendwie aus irgendeinem anderen Grund den Sieg schenkt. Zum Beispiel, weil wir 21.45 Uhr haben und genau zu diesem Zeitpunkt diese Karte ausspielen. Da gibt es eine Karte in dem Spiel, das wir genannt dann gewinnen. Und wie das Spiel funktioniert, das zeigen wir euch jetzt und wir sagen euch unseren Ersteindruck. Das Kartenspiel wird einfach ausgepackt, in die Mitte gelegt und das war's an Vorbereitung. Wenn man dran ist, zieht man eine Karte. Man guckt sich die Karte an. Sollte auf der Karte ein Effekt sofort stehen, muss man sie sofort ausführen. Ansonsten legt man sie einfach nur auf die Hand. Es gibt aber auch den Effekt Auslage, Zielkarte und jederzeit. Das heißt, wenn ich eine Karte spiele, wo sofort drauf steht, wenn ich sie gezogen habe, lese ich den Text vor und mache das, was da steht. Wenn es eine Karte ist, wo der Text nicht drauf ist, nehme ich es auf die Hand. Wenn ich eine Jederzeit-Karte gezogen habe, kann ich sie auf die Hand nehmen und kann sie tatsächlich jederzeit spielen. Also sowohl, wenn ich sie gerade gezogen habe, als auch wenn ein anderer was gespielt hat, etc. pp. Die Karten selbst erklären sich vom Text ziemlich genau. Das heißt, manche Karten führen dazu, dass wir Karten switchen, dass wir Handkarten switchen, sind ziemlich gemein. Manche Karten führen dazu, dass wir halt eine Karte wie Habe vor uns auslegen dürfen. Wir brauchen ja nur 3 davon. Ich habe fertig. Aber die Ich- und die Fertig-Karte, die ist meistens eine Karte, die wir beim Gegner ausspielen müssen, nicht bei uns selbst. Das heißt, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Manche Karten sorgen dafür, dass wir sehr viele Karten nachziehen. Andere, dass wir wieder Karten verteilen müssen. Und es gibt auch total chaotische Karten, wie zum Beispiel hier ganz unten die Karte Heilige Handgranate. Wenn du diese Karte ausspielst, gewinnst du das Spiel sofort. Allerdings musst du diese Karte dafür zerreißen, was hier ein Mitspieler auch getan hat. Und davon ist die Person, der das Spiel gehört, sicher nicht begeistert. Deshalb bist du ihr einen Gefallen schuldig. Also man gewinnt sofort das Spiel, zerreißt die Karte, ist jetzt dem Mitspieler einen Gefallen schuldig und jetzt fehlt eine Karte. Das ist aber zum Glück nicht ganz so schlimm, weil diese Karte ist aus speziellem Grund extra drin mit zerreißen. Es sind noch 7 oder 10 weitere Karten davon zum Nachfüllen hier drin. Man kann es wieder auffüllen, sollte vielleicht nicht allzu oft machen. Aber auch so Karten sind im Spiel, die einem sofort den Sieg bringen. Und ab jetzt schuldet ihr halt dem Spieler des Spiels einen Gefallen. Und das Lustige ist halt auch, wenn ich hier durch diese Karten durchgehe, jede Karte hat eine andere Illustratorin, einen anderen Illustrator. Alle sind unterschiedlich bemalt, in verschiedenen Humorstilen. Ein bisschen realistisch, ein bisschen mehr comichaft, ein bisschen mehr animationshaft. Und da ist so ziemlich alles dabei. Natürlich auch die Karte, die sofort eine andere Karte vom Mitspieler negiert. Eine Karte, die sich selbst hier am Popoloch gerade sauber macht. Und da ist viel, viel, viel schwarzer und grober und guter Humor drin. Aber auch so Freak-Wissen wie halt die Heilige Handgranate oder halt die 42, die ja sonst immer die Antwort auf alles ist in Freak-Spielen, die hier überhaupt nichts bringt. Die man einfach nur ausspielt, aber sie bringt nichts. Das ist das Spiel Ich habe fertig und wie das Ganze bei uns angekommen ist, das sagen wir euch jetzt. Da, die reißende Bestie. Wo? Hinter dem Kaninchen? Es ist das Kaninchen. Du Arschloch! Ich habe mir fast ins Hemd gemacht, in die Rüstung gemacht. Ja, genau. Marco hat uns noch die Geschichte erzählt, wie das Spiel entstanden ist. Und zwar hat jemand, nicht von Pegasus, aber jemand aus der Redakteurswelt, hat ihn angesprochen, hat gemeint, ich finde Ereigniskarten so spannend wie Ereigniskarten, die in Monopoly. Ja, genau, wäre doch toll, wenn man da irgendwas draus macht. Dann hat er gemeint, das mache ich jetzt und hat ein Spiel nur aus Ereigniskarten entwickelt. Das ist Ich habe fertig. Ein reines Chaotenspiel, ich glaube eher halt für Jux und Gaudi-Runden, wenn auch mal vielleicht ein bisschen Alkohol im Spiel ist, wenn viel Lachen ist am Abend am Tisch und halt Glücksfaktor und Sonderkarten keine Rolle spielen und einfach mal ein absolutes unsinniges Spiel spielen. Genau, wer Spiele kennt, wie zum Beispiel auch das Exploding Kittens oder so, ne? Wo es eben darin, dass die Katzen nicht explodieren können, also du schaltest halt aus, wenn die Katze explodiert, aber du willst ja irgendwie versuchen, das zu verhindern. Das ist quasi so ein bisschen der Kernmechanismus, wobei mir hier tatsächlich, ich habe fertig, insofern ein bisschen besser gestellt, weil es von der grafischen Gestaltung und der verschiedensten Aktionen hast, nochmal deutlich vielfältiger ist, als es, glaube ich, zumindest das ursprüngliche Exploding Kittens ist.
Ja. Also ich kann jeden verstehen, der da ganz viel Spaß hat. Das wäre bei mir so ein Spiel, das würde ich auf den Tisch packen, wenn ich wenig Spieler auf dem Tisch habe und sage, komm, wir spielen jetzt mal was ganz Ausgefallenes. Oder halt so ein super tolles Spiel an Leute, wo man nicht weiß, spielen die nicht, so als Gimmick-Geschenk. Da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Ich denke, das wird auch relativ schnell abgeblättert sein, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dass es dann halt den Reiz verloren hat, was aber für so ein Jux und Gaudi-Spiel vollkommen okay ist. Genau, sowas zum Einstieg. Wie gesagt, ich glaube, es ist auch halt kein Spiel. Ich habe das bei einem anderen Spiel von Korax mit Schwarze Wipfen schon mal gesagt, es ist, glaube ich, kein Spiel, was ich in der gleichen Runde jetzt irgendwie 10, 12 Mal spiele. Aber wenn ich eben mal so eine neue Runde habe und sagt irgendwie, oder man wartet noch auf einen vierten Spieler oder was, wir sind zu dritt oder so, spielt man schnell mal eine Runde, ich habe fertig und hat mal einfach eine kleine launige Runde, vor allem wenn man so ein bisschen Geek- und Fantasy-Humor hat. Alright, das war eine der Herbstneuheiten. Ich habe fertig von Marco Teubner. Diesmal kein Kinderspiel. Diesmal kein Kinderspiel. Ciao. Ciao.